Anne Bartsch, ECDC Memmingen, Indiens Frauen, herzlichen Glückwunsch zu den beiden Siegen gegen Mannheim. Wie hast du so das Spiel am Samstag und das Spiel heute erlebt? Vielen Dank für die Einladung zum Interview und danke für die Glückwünsche. Die Spiele waren echt sehr gut, es war ein super Kampf gegen Mannheim, die haben super dagegen gehalten. Wir konnten mit einer guten Mannschaftsleistung glänzen, haben natürlich alles gegeben, von vorne bis hinten, zweimal 60 Minuten und dann hat es tatsächlich zum Sieg gereicht, zum 2:2 Siegen und ja, wir sind super stolz und super zufrieden mit der Leistung. Ist es euch heute denn trotz zahlreicher Chancen schwerer gefallen? Also kann man das am Ergebnis ablesen oder täuscht das 3:1 gegenüber dem 5:1? Ja, Mannheim ist natürlich mit richtig viel Energie und Kraft auf uns losgestürzt, aber wir konnten uns da natürlich fangen, wir konnten gut dagegenhalten und ja, wir haben einfach auch am Anfang unsere Chancen nicht genutzt. Dann lief es einfach ein bisschen besser und ja, letztendlich konnten wir gewinnen mit dem Sieg und es war super. Ja, jetzt ist ja in der Serie nur noch, wir haben ja Best of 5, also nur noch ein Sieg für euch nötig. Für Mannheim ist es jetzt ein sehr, sehr weiter Weg. Was gehört denn jetzt so, worauf kommt es an, wenn man jetzt den Sack in Spiel 3 oder vielleicht noch Spiel 4 in Mannheim zumachen möchte? Auch wenn man vielleicht natürlich am liebsten in Memmingen feiern würde, aber man will das ja auch nicht zu sehr provozieren, sein eigenes Glück. Ja klar, also wichtig für uns ist, einfach von Null nochmal anzufangen, zu sagen, okay, das ist ein neues Spiel, wir dürfen nicht im Hinterkopf haben, wie die Serie ist, sondern einfach unser Spiel spielen, auf dem Boden bleiben und dann einfach unser Spiel durchziehen und dann ist es für uns, eigentlich sollte das kein Problem sein, dann noch ein drittes Spiel oder selbst ein viertes Spiel zu gewinnen. Ja, springen wir mal ganz kurz von den Playoffs in die Vergangenheit, aber auch ist es gleichzeitig auch zurück in die Zukunft sozusagen. Stichwort WM. Also es gab ja neulich die WM-Vorbereitung in Füssen und da warst du ja auch sehr erfolgreich und hast zum Beispiel ein Tor gegen die Schweiz geschossen. Kannst du dich daran noch erinnern, an das Tor? Ja, kann ich mich sehr wohl erinnern. Da kam auf jeden Fall ein Schuss von oben, von der Verteidigerin. Der Puck ist abgeprallt an der Torhüterin und ich habe einfach den Rebound dann versenkt. Treffer versenkt, wie man so schön genau sagt. Ja. Ja, und der Schweiz letztendlich auch ein sehr achtbares 1:2 abgerungen, dem WM-Vierten. Die anderen Spiele gingen ja leider auch verloren. Also wie siehst du das so auch gerade nach diesem Zittermoment letztes Jahr bei der WM, diesen Eisenschmidt 0,1-Sekunden-Moment? Wird es ein sehr, sehr schwerer Weg diesmal bei der WM, auch weil halt viele routinierte Spielerinnen eben auch die Schlittschuhe zumindest auf Nationalteam-Ebene an den Nagel gehängt haben? Ja, wir werden es einfach sehen. Also wir hatten jetzt eine gute Vorbereitung. Klar, es war jetzt nicht ganz erfolgreich, aber wir stecken immer noch in der Vorbereitung. Wir freuen uns auch auf die Vorbereitungsspiele vor der WM, werden dann nochmal als Team zusammenrücken und hoffentlich eine gute Teamleistung auf dem Eis, aber natürlich auch neben dem Eis zeigen. Und das Schöne ist ja auch, bei der Vorbereitung geht es eben nicht in erster Linie um Gewinnen von Siegen, sondern von Erkenntnissen. Und ich denke, das war ja wahrscheinlich auch sehr aufschlussreich, oder? Genau, man sagt halt immer, aus Fehlern lernt man und das werden wir definitiv. Wir werden die Fehler versuchen abzustellen und dann unsere Stärken weiter ausbauen. Und dann nehmen wir ja alles mit in die Spiele und versuchen, das Ruder natürlich auf unsere Seite zu reißen. Das ist mal ein Wort, Anne Bartsch. Dann vielen Dank, schönen Sonntag noch und eine gute Anreise nach Mannheim und viel Erfolg natürlich auch in dem nächsten Spiel oder den nächsten Spielen. Vielleicht könnt ihr ja den Sack zumachen. Ja, Dankeschön. Vielen lieben Dank auch.